Wir sind fasziniert vom Menschen. Der Mensch ist ein intelligentes System für uns. System hier bitte nicht falsch verstehen. Es ist bisher noch unverstanden, wie wir visuell Objekte, Dinge wahrnehmen, wie wir hören, wie Hören und Sehen zusammenspielt. Wie können wir uns fabelhaft im Raum orientieren, navigieren und lokalisieren? Etwas, was uns immer nur auffällt, wenn es daneben geht. Also das heißt, wenn wir uns verlaufen. Aber an sich sind wir hervorragend in solchen räumlichen Aufgaben. Uns interessiert dies und wir versuchen das aus der Kognitionsforschung heraus zu verstehen, aus der neurophysiologischen Forschung. Wir übertragen diese Befunde dann in formale Modelle mit Methoden der Informatik und setzen dann diese Modelle auch in technischen Systemen um, wie zum Beispiel Roboter oder auch Assistenzsysteme für ältere Menschen, technische Systeme, die uns zum Beispiel helfen, Bildqualität zu bewerten. Wie bereits angeführt, verfolgen wir in unserer Arbeitsgruppe eine interdisziplinäre Forschungsstrategie. Für uns ist das Vorbild immer die Natur, insbesondere der Mensch. Und wir nehmen das als Vorbild, um daraus unsere technischen Systeme zu entwickeln. Auf dieser biologischen Seite interessieren wir uns von der niedrigsten Ebene tatsächlich der einzelnen Nervenzelle über die Kombination von Informationen im Gehirn bis hin zum Verhalten. Und was uns als Arbeitsgruppe vielleicht von anderen technischen Gruppen unterscheidet, ist, dass wir tatsächlich selbst Verhaltensexperimente durchführen in verschiedenen Labors links. Und wir setzen diese Erkenntnisse dann um in Modelle von Informationsverarbeitung, aber auch in konkrete Systeme, Roboter, die fahren, kartieren, künstliche Sehsysteme, Systeme, die sehen und hören können, aber auch in Anwendungen wie zum Beispiel Druckmaschinenüberwachung oder tatsächlich Projekte zur Exploration im Weltraum. Im Projekt NX Cores geht es darum, eine autonome Schmelzsonde für den Saturn und Enceladus zu entwickeln. Der Enceladus ist ein Eismond des Saturns, dessen Oberfläche fast nur aus Eis besteht, und an dessen Südpol tritt Wasserdampf aus und wird in den Weltraum geblasen. Nach aktuellem Wissensstand geht man davon aus, dass unter dieser Eisoberfläche flüssiges Wasser ist, und flüssiges Wasser ist die wichtigste Voraussetzung, wie Leben, wie wir es kennen. Daher ist der Enceladus derzeit einer der interessantesten Kandidaten, um außerirdisches Leben in unserem Sonnensystem zu finden. Das Projekt ist Teil der Enceladus Explorer Initiative des DLR Raumfahrtmanagement, und wir kooperieren mit mehreren Partnern innerhalb von Deutschland. Unsere Aufgabe ist es, eine Sensorfusionssoftware zu entwickeln, das heißt, die Daten aller Navigationssensoren, die auf der Sonde montiert sind, zu fusionieren und die Position und die Lage der Sonde im Eis zu bestimmen. Außerdem müssen wir Hindernisse in der Umgebung erkennen und eine Karte der Umgebung erstellen. Anschließend soll ein autonomes System, was ebenfalls bei uns entwickelt wird, basierend auf diesen Daten Entscheidungen über das weitere Vorgehen treffen. Das heißt, wo fahren wir als nächstes hin, wie weichen wir Hindernissen aus und was sind unsere nächsten Ziele? Die Sonde wurde bis jetzt mehrfach auf europäischen Gletschern in der Schweiz getestet und hat auch schon zwei Einsätze in der Antarktis hinter sich. Für das nächste Jahr sind weitere Tests in Europa auf Gletschern geplant. Das Projekt Erwerben war eine Kooperation zwischen der Bremer Heimstiftung, der Arbeitsgruppe Kognitive Neuroinformatik und dem Bremer Kontor. Das Ziel des Projektes war, ein Sturzerkennungssystem zu entwickeln, welches im Badezimmer eingesetzt werden sollte. Badezimmer sind gerade für ältere Menschen ein relativ gefährlicher Ort, weil viele Stürze dort passieren. Und gerade im Alter sind die Folgen von Stürzen relativ schwerwiegend.
Und aus diesem Grund war es halt im Interesse der Römer Heimstiftung, für ihre Gebäude ein System zu entwickeln, was gerade diese Stürze erkennen kann, dass im Notfall Hilfe geleistet werden kann. Die momentan hauptsächlich benutzten Notrufsysteme bestehen meistens aus aktiven Systemen, sprich man hat einen Knopf um den Hals, also ein System, wo man aktiv draufdrücken muss, um einen Notruf abzusetzen. Das hat zwei Probleme. Zum einen muss das System immer getragen werden, also am Körper getragen werden, was gerade, wenn man nachts das Badezimmer aufsucht, meistens auf dem Nachttisch liegen gelassen wird. Auf der anderen Seite setzt dieses System voraus, dass man wirklich noch bei Bewusstsein ist. Das bedeutet, wenn eine Person stürzt und nicht mehr bei Bewusstsein ist, sind diese Systeme nicht mehr sinnvoll. Aus diesem Grund war unser Ziel, ein System zu entwickeln, welches eigenständig einen Notruf absetzen kann. Aus diesem Grund haben wir uns für zwei Arten von Sensoren entschieden, wobei ein wichtiger Punkt war, dass wir nicht invasive Sensoren benutzen wollen. Das bedeutet, gerade im Bereich des Badezimmers ist die Privatsphäre ein sehr wichtiger Punkt. Das heißt, Kameras kamen für uns nicht in Frage. Wir haben uns für zwei Arten von Sensoren entschieden. Einmal Ultraschallsensoren und dann einen Piezosensor. Ultraschallsensoren sind im Prinzip Sensoren, die die Entfernung von zwischen zwei Punkten messen können, zwischen dem Sensor und irgendeinem anderen Objekt. Und wir haben diese Sensoren dafür benutzt, um sie unter der Decke zu montieren und so zu detektieren, wo eine Person sich im Bad aufhält und welche Position sie einnimmt, sprich ob sie steht, sitzt oder eventuell liegt. Zweite Art von Sensor war ein Piezosensor. Dieser Sensor kann sehr feine Schwingungen aufnehmen. Und wir haben diesen Sensor auf dem Boden bzw. in dem Boden montiert. Und dieser Sensor kann Schritte oder Vibrationen des Bodens generell wahrnehmen. Und was wir dann gemacht haben, ist, wir haben beide Arten von Sensoren trainiert. Wir haben einen sogenannten Klassifikator für beide Sensoren entwickelt, der unterscheiden kann, ob es ein normale Badbenutzung, sprich eine Person geht normal und zum Beispiel duschen oder auf die Toilette, das kann detektiert werden, beziehungsweise unterscheiden kann, wenn irgendetwas passiert, was halt nicht normal ist, wie zum Beispiel ein Sturz. In dem wissenschaftlichen Vorprojekt Reorient haben wir die Defizite in der Raumkognition von Menschen mit Demenz, im speziellen Alzheimer, untersucht. Die Probleme, die Menschen mit Demenz, mit der Wahrnehmung des Raumes, auch in alltäglichen Situationen oft haben, beginnen sehr früh in der Krankheit. Das heißt, teilweise bevor die Menschen die Symptome, die vielleicht jeder kennt, Vergesslichkeit, zeigen, verlaufen die sich auch in sehr bekannten Umgebungen. Um die Defizite, die diese Menschen zeigen, systematisch zu untersuchen, haben wir hier dieses Setup. Das erlaubt es uns, in der virtuellen Realität raumkognitive Aufgaben lösen zu lassen. Aus den Daten, die wir in diesem Experiment gesammelt haben, konnten wir anschließend ein tatsächliches Navigationssystem erstellen. Das Navigationssystem optimiert nicht wie ein normales GPS-System auf die Wegstrecke oder auf möglichst kurze Zeit, sondern wir versuchen, das Wissen so aufzubereiten und die Routen so zu strukturieren, dass sie einfach zu merken sind. Gleichzeitig damit sicherer werden. Auch die Kommunikation des Wissens funktioniert anders als bei herkömmlichen Navigationssystemen. Statt eine Karte anzuzeigen, die Leute häufig ablenkt, zeigen wir ihnen bekannte Landmarken, bekannte Orientierungspunkte, so wie sie auch in einer menschlichen Routenbeschreibung vorkommen würden. Das heißt, statt zu sagen, biegen Sie in 200 Metern links ab, sagen wir, gehen Sie zur Kirche und biegen rechts ab. Während das jetzt erstmal sehr ähnlich klingt, führt das zu dem Effekt, dass die Leute sich ganz anders in ihrer Umwelt umschauen. Um die 200 Meter einzuschätzen, kann ich auf das Gerät schauen. Ich muss nicht in die Umgebung schauen. Und das ist auch genau das, was passiert, wenn wir Menschen mit Demenz solche Geräte in die Hand geben. Wenn wir unser Wissen anders kommunizieren, nämlich sagen, biegen Sie bei der Kirche rechts ab, muss der Nutzer oder die Nutzerin aktiv nach dieser Kirche in der Umgebung suchen. Das heißt,
er oder sie schaut sich aktiv in der Umgebung um und ist so sicherer im Straßenverkehr unterwegs. Canaria ist ein interdisziplinäres Projekt, welches zum Ziel hat, die autonome Navigation und Steuerung von Sonden bei Missionen im tiefen Weltraum zu erhöhen. Unser Szenario in diesem Projekt ist der Abbau von Asteroiden. Das heißt, wir haben eine Sonde bzw. mehrere Sonden, welche im Asteroidengürtel autonom navigieren und autonom Entscheidungen treffen können. In diesem Projekt entwickeln wir Konzepte für Navigation, welche wir in einer Simulation und virtuellen Umgebung umsetzen, um so als Proof of Concept zu zeigen, dass diese grundsätzlich bei einer Weltraummission funktionieren würde. Die Autonomie ist die zentrale Komponente für die Entscheidungsfindung in dieser Simulation. Sie kann zum Beispiel darüber entscheiden, ob ein Asteroid angeflogen werden wird oder nicht. Hierzu schaut sie sich an, was für einen Nutzen eine derartige Anflug hätte, also ob es sich lohnt, diesen zu untersuchen, und stellt dem Ganzen dann die Kosten gegenüber. Auf dieser Grundlage wird dann geplant, welche Asteroiden in welcher Reihenfolge angeflogen werden. Und die anschließende Durchführung dieses Anflugs wird dann durch die Guidance-Komponente gesteuert. Bei der Untersuchung des Asteroiden fliegen wir erstmal um diesen herum, untersuchen seine Oberfläche. Das heißt, wir erstellen eine Karte des Asteroiden, ein 3D-Modell und versuchen, möglichst interessante Punkte zu lokalisieren, auf denen wir dann später eventuell landen können. Nachdem der Asteroid aus dem Orbit heraus untersucht worden ist, wird entschieden, ob wir eine Landung durchführen. Es wird ebenfalls entschieden, wo diese Landung durchgeführt wird. An dieser Stelle wird also die Autonomie entscheiden, welcher der beste Landeplatz ist. Die eigentliche Simulation der Landung ist allerdings erst Gegenstand einer zukünftigen Projektphase. Insofern ist das hier an dieser Stelle noch nicht implementiert. Wir beschäftigen uns hier mit der Fragestellung, wie Raum im menschlichen Gehirn repräsentiert ist, warum Menschen navigieren können, wie wir Abkürzungen finden können. Und dafür benutzen wir dieses besondere experimentelle Setup. Das besteht aus einer 3 Meter durchmessenden Kugel, die nichts anderes ist als ein gigantischer Hamsterball. Die Kugel ist auf Rädern gelagert, das heißt, ein Mensch in der Kugel kann in jede Richtung laufen. Die Bewegung der Kugel wird dann an virtuelle Umgebungen übertragen. Gleichzeitig tragen die Versuchspersonen ein sogenanntes Head-Mounted Display, wo ihnen die virtuellen Welten direkt vor den Augen gezeigt werden. Dabei wird auch die Kopfbewegung erfasst, das heißt, die Probanden können sich in der virtuellen Umgebung richtig umgucken und richtig darin herumlaufen. Der Grund, warum wir diese Experimente in der virtuellen Realität machen und nicht in der natürlichen Welt, ist, dass wir sie so unter sehr kontrollierten Bedingungen stattfinden lassen können. Wir können Störvariablen ausschließen und Versuchsbedingungen kontrolliert einführen. Jetzt ist es so, dass Experimente in der VR in der Vergangenheit häufig vor dem Bildschirm mit der Tastatur oder einem Joystick als Eingabegerät gemacht wurden. Und das ist natürlich kein natürliches Laufen, das ist keine natürliche Umgebung. Und wir wissen, dass das Gehirn bei der Navigation, bei der Orientierung nicht nur alleine mit der Wahrnehmung arbeitet, sondern dass auch die Signale, die an die Muskeln rausgehen, unsere Motorik, die Rückmeldung von den Muskeln eine wichtige Rolle spielt. Und mit diesem Experimentiergerät können wir es sicherstellen, dass all diese Faktoren berücksichtigt sind. Das Projekt trägt den Namen Smart Farm. Der Kontext ist, dass die momentanen landwirtschaftlichen Methoden sehr energieintensiv sind. Das heißt, der Energiebedarf von landwirtschaftlichen Betrieben ist sehr hoch. Im Projekt Smart Farm geht es darum, den Energieverbrauch von kleinen und mittleren landwirtschaftlichen Betrieben zu optimieren. Bei diesen Betrieben lohnt es sich, wenn sie Windkraftanlagen oder Photovoltaik auf ihrem Hof installieren, um selbst Energie zu erzeugen und diese nicht einkaufen zu müssen. Und
Was wir an der Stelle verbessern wollen, ist, dass möglichst viel von dieser Energie auch selber direkt auf dem Hof genutzt wird und nicht zurück an den Energieversorger in das Netz eingespeist wird. Den Verbrauch von elektrischen Geräten zu prognostizieren, ist im Kontext von landwirtschaftlichen Betrieben alles andere als einfach, weil der Verbrauch nicht nur von der Tages- und Wochenzeit abhängt, sondern auch von dem individuellen Verhalten der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Landwirtschaft. Es spielt eine große Rolle, welche klimatischen Bedingungen gerade herrschen. Und natürlich kann es auch immer mal vorkommen, dass Sensoren eine Fehlfunktion aufweisen oder dass irgendwas komplett Unvorhergesehenes passiert. Das muss in unseren Modellen alles berücksichtigt werden können. Die Modelle sollen skalieren, das heißt, wenn sie für einen Hof funktionieren, sollen sie leicht transferierbar sein auf andere landwirtschaftliche Betriebe. Das Sensorbeutelprojekt. Bienen hatten es noch nie so schwer wie heute. Die Varroamilbe, der wachsende, ungehemmte Einsatz von Pestiziden und dann auch noch die Monokulturen in der Landwirtschaft setzen ihnen echt zu. Wir könnten jetzt einfach abwarten, dass sich die Situation von alleine zum Guten wendet. Das ist uns zu riskant. Wir wollen lieber aktiv werden. Unser Ansatz ist es, in die Bienenbeuten Sensoren zu verbauen. Genau, aus diesem Grund zeichnen wir auf unterschiedliche Parameter, die wichtig sind, um die Entwicklung des Bienenvolkes zu bestimmen. Wir haben Temperatursensoren, Luftfeuchtigkeitssensoren, wir überwachen den Luftstrom im Flugloch, genauso wie akustische Daten, die wir mit einem speziellen Mikrofontyp aufzeichnen. Und darüber hoffen wir, sehr viele Informationen über die Entwicklung des Bienenvolkes und auch zum Beispiel Früherkennung von Krankheiten zu ermöglichen.